Gallastroni, mit welcher Erwartung oder welchen Erwartungen sind Sie denn in die Ausbildung gegangen? Hat Sie was überrascht? Haben Sie was als besonders positiv empfunden? Und wo sehen Sie auch in der Ausbildung oder eben in den Abläufen noch den größten Nachholbedarf? Also besonders positiv habe ich das Arbeitsklima empfunden. Ich war großteils am LKH Hohenems, aber auch lange Zeit am LKH Feldkirch und auch kurz im Krankenhaus Bregenz. Und dort war das Arbeitsklima unter den ärztlichen Kollegen mit den Pflegekräften alles sehr gut. Den meisten Nachholbedarf sehe ich persönlich, wenn es besonders um Basisärzte, also die gerade frisch nach dem Studium anfangen, oder die Ausbildungsärzte zur Allgemeinmedizin in der Ausbildung im Sinne von Supervision und Feedback. Also oft wird man als Systemerhalter zur Erklärung, entweder man ist auf einer Station eingeteilt und ist in erster Linie für die Patientenaufnahmen, für die Erstellung der Entlassungspapiere, für die Anfertigung von Arztbriefen, Aufstellung von Rezepten oder in meist doch recht überfüllten Akutambulanzen, wo man als Jungarzt sich erstmal mit diesen Patientenzahlen auseinandersetzen muss, wissen, wie lenke ich die Patientenströme und wie schaffe ich es, die Patienten wirklich zu versorgen in einer Zeit, dass ich auch gegen Ende des Tages halbwegs zu einer normalen Uhrzeit die Ambulanz leer übergeben kann, beziehungsweise dass die Patienten keine allzu langen Wartezeiten haben und ohne dass meist ein Facharzt direkt dasteht. Die sind oft in Funktionsdiagnostik oder im OP, je nach Fach, und vieles läuft dann nur telefonisch ab und auch im Endeffekt kurze Übergaben, damit der Patient gleich wieder entlassen wird, ohne dass man ein vertiefteres Feedback bekommt.